Hallo. Heute sind wir mal mit dem 681 unterwegs. Ich habe mich mit dem Flug nun geeinigt. Und jetzt bin ich dabei, den zu holen. Und ja, das kann eben nur der 681, dafür ist der Flug ja auch gedacht. Ich kann den ja am besten gleich noch einmal erklären hier so ein bisschen. Der ist ja ein kleines bisschen anders wie die anderen Traktoren. Der hat ja ein Samegetriebe mit ZF-Vorderachse drin, ein MWM-Motor. Ist also kein reiner Deutz an sich. Der hat Volllastschaltung, also ich brauche das Kupplungspedal gar nicht. Also am Anfang habe ich es noch gebraucht, bis man da ein bisschen mit klarkommt, aber heutzutage benutze ich es gar nicht mehr. So, also hier kann ich einmal die Gänge schalten, 1 bis 9, die Lastschaltstufen. Hier kann ich die Hydraulik heben und stoppen. Hier ist vorwärts und rückwärts. Hinten drauf habe ich einen Neutralknopf, den halte ich auch gedrückt, wenn ich vorwärts oder rückwärts umschalte. Dann kann ich im Stand noch hier zwischen H- und L-Gang auswählen. Und wenn ich im L-Gang bin, kann ich auch noch auf LL, also langsam untersetzen. Ja, hier habe ich dann die ganzen Steuergeräte, 4 Stück. Hier ist nochmal alles für die Hydraulik. Da habe ich noch einmal eine Batterieanzeige und die Öltemperaturanzeige. Da ich am Anfang Probleme hatte mit einer leeren Batterie, oder die war nicht mehr so doll, dann schaltet er nicht sauber genug, wenn er nicht genug Strom hat. Da hier alles über Elektromagneten oder Ventile da funktioniert, braucht er immer konstant seinen Strom. Ja, hier vorne kann ich sehen, ob ich vorwärts, rückwärts, neutral drin habe oder welche Lastschaltstufe momentan vorhanden ist. Da ist die Druckluftanzeige. Ja, hier oben habe ich noch den Monitor für die Rückfahrkamera. Und ja, sonst ist eigentlich alles Standard wie beim normalen Schlepper auch. Nebenan sitzt noch mein kleiner Hund, der ist immer mit, das ist der Carlos. Er mag gerne Trecker fahren, das ist sein Hobby, das liebt er. Dafür habe ich extra da so eine Kiste gebaut. Hier habe ich noch einen Schalter. Ich habe vorne einen größeren Ölkühler eingebaut. Da habe ich noch einen Elektrolüfter dran, den kann ich hier einschalten. Hier oben habe ich jetzt die Rundumleuchte hingesetzt. Ja, nun habe ich den Flug geholt. Eigentlich wollte ich ihn auf dem Rad mitfahren. Also man kann ihn ja drehen, dass die Schare alle nach oben zeigen und dass er dann auf dem Stützrad mitläuft. Nur der Bolzen zum Verriegeln in der Mitte, der passt da nicht mehr, weil das schon ewig nicht mehr in Gang war. Naja, nun habe ich ihn einfach so in der Hydraulik. Als Vario-Flug kann ich ihn ein bisschen schmaler stellen, das ist kein Problem, dann ist er nicht so breit. Ja, der Trecker hat da ja kein Problem mit ihm jetzt zu heben und gehoben zu halten und dass er vorne hochgehen würde oder so, das passiert hier nicht. Da er sehr lang von der Schnauze raus ist und viel Gewicht vorne drin hat. Von daher ist das kein Problem. Ja, das ist der Flug. Jetzt schon mal bei der Fahrt. Ich bin mit dem Flug nun zu Hause angekommen. Ja, das ist er. Für die Leute, die die Vario-Funktion am Flug nicht kennen, da kann ich die Schnittbreite vom Flug verstellen. Ich meine von 1,70 auf 2,50 Meter auf jeden Fall. Das sieht dann so aus. So kann ich ihn schmal stellen und dann wieder breit. So, das ist erstmal mein 681, mit dem ich heute unterwegs war, für die Leute, die den noch nicht gesehen haben. Und das hier ist der neue Flug. Wie gesagt, das ist Niemeyer Alpha Top 80. Hier hinten am Rad muss ich auf jeden Fall diese Bolzen, die sind kaputt, die muss ich erneuern. Und der Dämpfer, der taucht auch nichts mehr. Ja, kein Scheibensech mehr, also diese Scheiben, die normal im Flug hier sind, dafür hat er ein Messersech. Habe ich selbst auch noch nicht benutzt, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das ist diese ganze Vario-Geschichte, dass die Schare mitdrehen, dass das alles passt. Ja, ein Gummirad hat er. Ja, hier, diese ganzen Spitzen sind verbogen, weil die Verschleißteile alle zu doll verschlissen sind, das muss ich neu haben. Bei 1,5 oder 1,10 Scharen.
Das hier ist die Steinsicherung. Da hoffe ich, dass das Ganze auch nun dicht hält, dass die nicht wegklappen. Das weiß ich leider noch nicht. Sonst ist er eigentlich echt super. Ich hoffe mal, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann sollte ich ihn jetzt erstmal zurecht machen. Ich habe ja noch bis August Zeit. Und dann hoffe ich, dass er eine gute Flugsaison übersteht. Dass ich da nicht so viel Ärger mit habe. Und dass ich da auch ordentlich was mit schaffe. So ist ja eigentlich der Gedanke daran. Außerdem bin ich heute noch am Güllepumpen hier beim Maschstall. Da habe ich so eine Güllepumpe. Die steht fest. Ja, der zieht das hier aus der Vorgrube raus, drückt das da in ein unterirdisches Rohr und dann hoch in den Pott. Ich hatte heute auch versucht, Gülle zu fahren. Der Lohnunternehmer, der war hier. Nur dafür war das leider noch zu nass. Ja, da muss ich noch ein bisschen warten, bis das Land das besser zulässt. Das ist noch einfach zu früh, aber ich habe auch noch Platz und dann wartet das halt noch. War nur ein Versuch wert. Die Gerste hätte gut ein bisschen Gülle haben können, aber ja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Ne? Ich bin nun gerade dabei, am Frontfass die Gewichte anzubauen. Dazu habe ich mir jetzt hier Streben angefertigt. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch, um zu gucken, wie das Ganze passt. Aber so in etwa wird das hinkommen. Das ist quasi die Halterung für die Gewichte. Dann kommen diese Eisenbahnschienen, werden aneinander geschweißt und kommen dann später hier so zwischen. Ja, das wird noch alles verschweißt und abgeschliffen, nachher lackiert. Dann sieht das Ganze auch viel besser aus. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal zum Antesten, wie das am besten passt, und ja, das mache ich nun erstmal fertig und dann hoffe ich auch, dass das Gewicht langt, dass er nicht mehr vorne hoch geht. Ich habe nun alles fertig montiert vom Gewicht und schon mal gemalt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, ich hoffe, das bringt genug Gewicht. Ja, der eine Bügel ist leider ein bisschen schief geworden, den muss ich nochmal richten. Aber sonst bin ich eigentlich mit dem Resultat sehr zufrieden. Ja, des Weiteren habe ich jetzt schon den Schlauch verlegt. Der geht jetzt von hier oben einmal durch den ganzen Schlepper. Hier durch. Und kommt dann hier an. Hier wechsle ich dann ja, wenn ich hier zu Hause hier fülle, zwischen dem Saugschlauch zu Hause und dem von Frontfass. Heute bin ich am Spritzen. Ja, was gibt es dazu zu erzählen? Ich spritze jetzt den Weizen. Hier habe ich meine Einspülschleuse, da kommt das Pflanzenschutzmittel rein. Hier kann ich die Kanister ausspülen, der wird dann runtergedrückt mit dem Kanister, dann sprüht das hier und in der Leitung spült er den Kasten hier immer durch, wo ich das dann reingebe. Ja, die Spritze ist jetzt schon voll und ja, hier habe ich schon das Frontfass wieder angeschlossen. Das Frontfass ist jetzt noch gerade in der Befüllung. Ich habe das zu spät angemacht. Eigentlich ist das alles zusammen fertig. Hier habe ich jetzt meine Spritzmittel noch mit, die ich mit haben will. Da habe ich noch Säcke. Ja, hier drin geht ein Rohr einmal bis ganz nach unten. Von dort aus saugt er dann das Fass komplett leer. Das geht echt super. Und ja, ich muss nicht so oft nach Hause. Ich bin jetzt hier im Spritzen. Ja, fahren im Weizen geht super, da ist überhaupt nichts, dass es irgendwie matschig ist. Das war mir aber auch schon klar.
So, hier habe ich meinen Computer. Da kann ich dann sehen, so viel habe ich noch im Tank drin. So viel Hektar habe ich jetzt schon gespritzt. Und ja, also was. Hier sehe ich dann noch den aktuellen Druck, den ich fahre. Und wie viel Liter ich ausbringe. Ja, hier ist die Rückfahrkamera. Ich nehme erstmal den Rest hier bearbeiten oder mal sehen, wie viele Spritze ich heute noch rausbringe. Und dann ist das auch schon mal erledigt. Wir haben es jetzt kurz vor 1. Ich habe den ganzen Weizen fertig gespritzt bekommen. Ja, nun mache ich die Spritze noch sauber.
Da darf ja nie das Spritzmittel drin bleiben, die muss picobello sauber sein. Die Reste werden auf dem Feld nochmal verdünnt ausgespritzt. Und ja, sonst könnte beim nächsten Durchgang, wenn ich nun zum Beispiel die Gerste spritze oder was weiß ich, könnte die eingehen und das ist ja nicht Sinn der Sache. Die muss immer schier sauber sein. Das muss gleich gemacht werden. Ja, das gehört nun mal dazu. Ja, aber auf jeden Fall, der Weizen ist dann fertig. Und dann ist noch bald Feierabend. Und morgen früh startet der Tag wieder neu.